Okay, kann wieder latschen, Gott sei Dank. Lass uns mal gucken, wa? Dann, wann Jaspier kommt, sie wird da. Ja, aber welchen greift sie an? Unteren oder den oberen? Kommt den jetzt so weit? Ich muss den abfangen, bevor sie mir. Nicht irgendwie mit euch was machen hier? Fürchte nicht, wa? Scheibenkleister. Ja gut, dann Gesper, geh da bitte mal dahin. Du nimmst hier das Wurfball, wäre zwar irgendwie geil, aber irgendwie Stahlpanzerhände wegen, du weißt schon was. Komm, heim, die kannst du auch noch nehmen. Peter muss eigentlich hier hin, ja. Helga muss eigentlich nicht mehr viel machen, ganz ehrlich. Die ist soweit ganz gut bedient, finde ich zumindest. Dann nochmal Heilung, braucht aber eh nicht mehr. So, Ferdinand hätte halt noch gerne irgendwas, aber da wird auch nichts mehr. Hier noch heilen. Nein, selber gut heilen. Egal, mal gucken. Greift ihr jetzt an? So, der ist weg. Ein Störenfried weniger. Der klingt hart, ist aber so. Wow, das war geil, Kasper. So, bitte kill mir nicht der, der direkt bei mir steht. Dankeschön. Mit den großen Typen da oben, weil die geht sicher auf ihn los. Ja, komm raus, damit ich dich angreifen kann. Ich kann ihn doch garantieren. Natürlich kann ich ihn angreifen. Scheiße, kann man überhaupt so weit mit irgendeinem Charakter von mir? Nö. Keine Chance. Mann, da ist doch scheiße, ey. Noch was sie machen könnte. Ja, jetzt fehlt dann noch eins, war einmal müsste jetzt noch angreifen, na ja, gut, wenn wir nicht mehr hinkriegen. Petra müssen noch ein bisschen mehr, der Rest ist soweit eigentlich up to date mit den Fähigkeiten. Man könnte theoretisch auch sagen, nee, ich muss gar nicht das von den Fähigkeiten abhängig machen, wenn ich sie trainiere. Weiterentwickelt man natürlich. Ich kann sonst irgendwie machen, aber will ich das? Nee, natürlich nicht. Also, angreifen. Stahlschwert. Killen. Danke. Geht's mit Kampffertigkeit? Geht auch so. Tja, jetzt haben wir halt die gewohnt leidige Situation, sage ich dem mal. Ich würde den Gegner gerne killen. Geht aber nicht, weil mir wird gleich ein NPC dazwischen funken. Und das ist natürlich scheiße. Ich muss den ja trotzdem mal alle, weil du weißt ja nie, was noch kommt, wa? Aber doch eigentlich wissen muss. Schade, dass ich nicht irgendwie mitnehmen kann. Da ging aber bei gewissen Fire Emblem Spielen, wo du irgendwie sagen konntest, hey, ich pack dich mal mit ein und dann bist du mal bei mir im Inventar drin. Wir haben doch teilweise bei meinen neutralen Charakteren so gemacht. Das war eigentlich mal ganz geil. Bitte greif nicht an, bitte greif. Okay, sie greift nicht an, sie lässt mir die Erfahrungspunkte. Dankeschön.
So, mal ganz kurz positionieren. Weil er wird viel einstecken. Da können wir uns schon mal... lass Michael mal hier. Können wir schon mal sicher sein. Sie können schon mal ein bisschen ihn kitzeln. Oh, macht gar nicht mal wenig Schaden. Ich meine, es ist Magie. Hallo, da muss er auch erstmal... Oh, wir können natürlich den Weg zubauen, wa? Jetzt kommt sie gar nicht durch. Doch, sie kann über uns drübersteigen. Natürlich kann sie das. Sie ist die große Catherine, die alles kann. Charaktere kombinieren fehlt mir doch ein wenig, die Funktion, die es früher noch gab, so ein Teamkämpfen. Finde ich eigentlich immer ganz geil. So. Dann, mal gucken, er hat ja so eine, er hat so eine Eisenlanze, kann doch niemals mit Lindhardt hier mithalten. Warte mal ganz kurz. Also. Praktisch keinen Schaden macht. Gut, sie muss bloß angreifen. Welche Hexe? Und welche Wahrheit? Ja, plus 5 natürlich. So. Könnt ihr überhaupt was gegen die machen? Ich meine, ich habe theoretisch einen Streik geholt. Macht überhaupt einen Schaden? Nö. Oh, jetzt wird's schwierig. Zornerschlag und Stahlschwert wäre gar nicht mal so schlecht. Also ein 6-Angriff hätte ich noch im Petto. Merke ich mir mal. Wird sie jetzt eigentlich attackiert, wenn sie jetzt hier mal ein bisschen kitzelt? Nee. Ein bisschen mehr kitzeln. Oh ja. Dann macht das aber. Von hier aus. Da kann ich von hier aus angreifen. Komm, einmal vorum bitte. Schön feste drauf. Es leben meine Magier. Die haben Power. So, gut, Fernand war ja auch noch, wa? Weißt du eigentlich noch? Du bist eigentlich voll, wa? Du hast noch ein Level up. Okay, da kriegst du. Mit dem Langspeer. Der keinen Schaden macht. Scheiße, dann kriegst du. Dann kriegst du da keine Ding. Dann läuft's nicht. Ohne Schaden gibt's keine Erfahrungspunkte. Also, das ist früher mal so. Ritter Schreck, Sturmlanze. Ja, ein bisschen. Der greift zweimal an. Der ist schlecht. Eisenlanze, Stahllanze, kann ich für eine Fähigkeit? Nee. Ritterschock. Ritterschreck. Der macht Damage, aber greift zweimal an. Das finde ich jetzt nicht so geil. Ja, gut. Ja, keine Crit-Chance, also vergessen wir's. Aua. Das ist gar nicht mal so stark, wie man eigentlich erwarten würde. Mein Ferdinand ist eine meiner schwächsten Einheiten. Leider. Gut. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Michael, willst du auch noch? Du hast gar keine Fernkampfwaffe. Stützen, Strategien. 6 runter ist schön. Wollte ich eigentlich noch mit jemand anderem angreifen? Weiß gar nicht mehr. Ich meine, du könntest eigentlich noch ein paar Erfahrungspunkte abstauben, wenn wir schon dabei sind. Schade. Erfahrungspunkte gibt's nicht, gibt es nicht, aber so Klassenerfahrungswerte. Ihr versteht schon, was ich meine. Ja gut, dann Lindhardt, dann grill ihn doch mal mit Feuer. Erfahrungspunkte. So, Petra, jetzt will ich aber was von dir sehen, hey. Und was ich von dir sehen will, das wird reinhauen. Ja, gut. Kann ich mit dem Streik holen? Komm, muss rein. Nee, Streik holen. Scheiße, hat so eine hohe Crit-Chance, aber der Rest ist eigentlich. Warte mal, warten wir hier noch. Zornenschlag. Der macht mehr Damage. Mit dem Stahlschwert, geil. Bye bye. Danke für die Erfahrungspunkte. Ja,
Yes, Mann. Also, sie muss noch einmal für ihre Scheiße. Sie muss jetzt schon mal Level 6. Glück, ja. Lona und Kyoto no Innen. Konna katachi de ketchaku o miru to na. Minna, otsukare-san. Kakuji hei o matomete oite kure. Keine Verluste. Petra, gut gemacht. Gut gelevelt vor allem. Gefällt mir. Sehr schön. Wenn wir mal speichern, machen wir wieder den hier. Wie gewohnt, war zwei Safe Slots, damit ich ein bisschen safe bin mit den Parts und so. Kso! Nanno tame ni konna? Naiteru hito datte anna ni ita tte no ni? Tsumi naki tami ni inochi o tosaseru to. Kizoku ni fusawashiku nai otoko datta na. Lonato kyou koko made karitateta mono wa hatashite nan datta no ka?敵方に民兵がいたことで、みんな少し動揺しているようね。トゥア、クリーグイズクリーグ。え、みんな、この現実を直視できるといいのだけれど、ロナートに味方した民は、彼らなりの正義のために戦っていた。だから、彼らを単なる犠牲者のように扱うのは、私は間違っていると思うわ。 私たちは愛入れない正義を持つ相手を排除して進んでいくしかないのよ。その相手がたとえ神のような存在であったとしても。ふん、よ。さあ、 gut, wenn die Feinde Götter sind, dann kill the gods, wa? がそんなことを言っていいの？驚いたわね。私はきっとロナートと同じ己の正義のために民に命をかけさせる皇帝になる。そうしなければ大事はなせないし、その民たちの死は無駄にはしない。おい、今回の事件は意外に根が深いかもな。 ロナート教の所持品にこんなものがあった。レア様の暗殺を示唆する書簡だ。差出人は分からんし、信憑性も疑わしいが、捨ておくには内容が不穏すぎるだろう。帰ってレア様に報告だ。何事もなきゃいいがね。Glaube ich eher weniger. よく無事に戻りました。 Ganz kurz Einwand, also jetzt so schwer war die Mission jetzt auch wieder nicht. Klar, das mit dem Nebel war ein bisschen tricky, aber wir nehmen unsere Einheit mit der höchsten Defensive vorne. Es haben auch nicht zu viel angegriffen, es gab auch nicht zu viel Magier, es gab eben nur einen. Der war, glaube ich, auch immer an derselben Stelle. Und insofern, der große Boss kam auch nie angerannt und so, also so schwer war die Mission jetzt auch wieder nicht. Aber ich nehme das Kompliment dankend an. Super, stimmt beides. So, das ist so. Die Menschen haben sich mit dem Minpei zu kämpfen, die sich mit dem Minpei zu kämpfen. 他の信徒に危害を加えかねない罪深き者には罰を下さねばなりません。愚かにも天に刃を向けた者の末路、生徒たちも理解できたことでしょう。さて、問題はカトリーヌから報告のあったロナート教のミッションの件だ。ミッションには女神サイタンの儀に合わせて大司教を襲うという許し難い計画が記されていた。 実現性の乏しい計画だとは思うが、警戒を万全にしておくに越したことはない。そこで儀式当日には生徒諸君にも警備に協力してもらいたいと考えている。Blöde Frage, wann ist dieser Tag überhaupt? Jo. 心強い言葉、感謝します。祭壇の儀は
聖ロス教の主たる女神の降臨を願う非常に重要な儀式だ。大司教や私は儀式が始まれば女神の塔にこもりきりになるだろう。無論騎士団にも限界態勢で臨ませるが、隅々目を光らせるには人手が不足している。生徒まで動員するのは本意ではないが、背に腹は変えられないというわけだ。私の身は案ずるに及びませんが、信仰を冒涜する輩を感化することはできません。何も起こらなければそれでいい。ただし緊張感を持って臨んでくれ。以上だ。Jo, passt doch. Zumindest zum Teil. Und jetzt Kapitel 4, kann das sein? Tatsache. Hakuun no Shou, Seikai no Setsu, Megami Saitan no Gi. Hi o kasaneru goto ni hi wa tsuyoku nari.虫の音とともに夜は短くなる。女神がいるという聖界の星が空に戻ると、人々はその祭誕を喜び祝う。ガルグマク大修道院では祭誕の儀が厳かに執り行われ、フォドラ全土の熱心なセイロス教徒は揃って大修道院に足を運ぶのだ。Cool, einfach cool. Dann können wir langsam mal die Folge beenden. Ich glaube sowieso, dass wieder elendig lang ist. Ich glaube um die 30 Minuten rum, vielleicht sogar ein bisschen länger. Aber ich habe sogar schon nächste Folge angefangen. Ich habe keine Ahnung mehr. Fire Emblem ist sowieso so etwas. Also du denkst es so von wegen, ja, nimmst du mal schnell eine Schlacht auf. So ein Kampf dauert auch nicht lange. Aber mit Animationen und allem möglichen. Plötzlich noch eine Folge rum. Ah, geil. Danke. Kaspar Geburtstag. Wieder Geld verlieren. Yo. Ching ching. 暗殺計画に備えての見回りや警備、それが今節の課題というわけなのね。果たして敵の狙いは本当に大司教の暗殺なのですかな？wie du meinen？あら、先生は奇妙に思わないの？私たちに見つけてくれと言わんばかりのずさんなミッションの管理、あれが暗殺計画で皆の目をそらすためなら、本当の狙いは別にあると考えるべきだが。セイロス教団は多くの貴重な武具を所持している。それらが狙いでは？大修道院には宝物庫があるって聞いたわよ。真っ先に狙われそうなとこですけど。ガルグマクは広い。地上だけでなく地下にも。その辺になんかないですかね。今節は大修道院の中を調べて、敵の狙いとなりそうなものを探してはいかがですかな。無論敵と鉢合わせることも想定して、戦いの準備も抜かることはできませんがね。顔を突き合わせて悪巧みか、先生。おっと、名乗ったことはなかったな。私はシャミアだ。シャミア殿はセイロス騎士団の一員よ。それからこちらの少年がレア様の従者で、シャミアさんの弟子のセリルです。angenehm。 弓とか剣とか稽古をつけてもらってます。僕もレア様を守りたくて、だからシャミアさんの弟子に。セリルはレアさんが大好きだからな。ま、互いにやれるだけやろう。Mach ich. Was ich echt Pause, brauche, Leute, ist erstmal eine Pause. Also Pause nicht so in dem Sinn. Was, ich kann gar nicht Seminar, Kampf. Ah, gut, das macht Sinn. Ausruhen kann ich auch nicht. Ich muss erkunden, krass. Unschlecht, wa? Also, vor dem nächsten Part machen wir, glaube ein paar Examen, werden erkunden, alles Mögliche machen. Wird geil werden, wa? Und vor allem muss ich mich noch ein bisschen leveln und so. Damit ich möglichst viele andere Rekruten noch rekrutieren kann. Hehe, ja.
bis nächstes Mal. Danke fürs Zusehen und ciao zusammen.